Yo, Leute, was geht ab? Es geht natürlich wieder weiter mit meinem Let's Play von Metroid Zero Mission und ich befinde mich bereits im Gebiet von Crate, einem sehr wichtigen Hauptboss quasi, abgesehen mal von Mother Brain, den ich hier in seinem Gebiet vernichten muss. Und auch hier gibt es wieder so komische Blöcke, die ich allerdings noch nicht zerstören kann. So. Was aber komisch ist, man kommt auch hier nicht hin. Jetzt denkt man sich natürlich, hey, was soll das? Ganz einfach. Hier gibt es einen Trick, und zwar muss man hier oben rauf. Man muss hier oben rein. Weil hier ist nämlich so eine... Ja, so ein geheimer Weg. Und jetzt kriegt man hier wieder ein unbekanntes Objekt. Das zweite bereits. Diesmal allerdings unter der Kategorie Diverses. Analyse ergebnislos. Objekt mit aktuellem Anzug inkompatibel. Trotzdem kann ich jetzt hier diese Spezialblöcke zerstören. So. Zack. Wunderbar. Und das brauche ich auch, um zu Crate zu kommen. So. So, hier. Zack. Autsch. Voll fies. Genau. Hier wäre auch noch was gewesen. Ihr könnt mich mal alle lieb haben. So, ich sollte vielleicht auch über meine Missiles mal aufsparen, weil ich die dann brauchen werde im Kampf gegen Crate. So, ich befinde mich eigentlich direkt über ihm, also über seinem Raum bin ich gerade. Jetzt muss ich nur noch irgendwie zu ihm kommen. Hier ist wieder eine Speicherstation. So, kurz gespeichert. Und weiter geht's. Genau, und auch hier ist wieder das hier. So, und hier sind rote Gegner. Sehen auch sehr eklig aus. Ich weiß gar nicht, was das für Viecher hier wirklich sein sollen. So, hier drüben. So, Freunde, macht euch bereit für einen Hauptboss in diesem Spiel, dessen Tür durch so ein ekliges Auge blockiert wurde. So, also, passt auf, Leute, jetzt kommt Crate! Ach du Heiliger, Leute, Crate ist wahnsinnig riesig. Und den kann man nur vernichten, indem man ihm ganz, ganz viele Missiles ins Maul ballert. Während er sich verfährt, dann sieht man eh schon, dass er schön Schaden nimmt. So, wenn man runterfällt, dann kann man seine komischen Stacheln, die er aus seinem Bauch rausschießt, dazu verwenden, ja, nach oben zu kommen. So, zack, springen, zack, und ja, er färbt sich schon rot, er wird gleich besiegt sein, also so schwer ist er gar nicht mal zu besiegen. Der liebe Crate, der ziemlich hässlich ist, wohlgemerkt, der drei Augen hat und oh mein Gott. So. Und das war's schon! Leute! Crate ist schon vernichtet! Und dadurch leuchten die Augen dieser Steinstatue, dieses Steinkopfes. Alter, was für ein dramatischer Abgang. Bam, ey, den hat's voll zerballert. Ganz schön heftig. Ja, also so schwer war der Kampf gegen Crate jetzt nicht wirklich. So, allerdings kann ich jetzt hier drüben noch hin, weil die Karte führt mich eigentlich genau hier hin zu einem Upgrade. Der Speed Booster, endlich! Speed Booster, laufe bis ein Temposchub einsetzt, der bestimmte Blöcke sowie Gegner zerstören kann. Sehr schön. Ja, ja, der Speed Booster, der kommt doch in mehr Metroid Games vor, als was man glaubt. Nicht nur jetzt in ADAM, sondern eben auch in Fusion und in Zero Mission. Ich glaube, in Super Metroid gibt es den ja auch. Und ja, wie gesagt, wenn ich schnell genug bin... Oh, okay. Nee, Moment mal, da muss ich, glaube ich, vom anderen Raum hier... Genau. Richtig viel Anlauf nehmen und dann... Zack! Dann kann Samus hier richtig durch alles hindurchlaufen, was es hier so gibt. Das ist einfach nur geil. Werde ich vor allem brauchen, um später eben solche bestimmten Blöcke zu zerstören.
Hier zum Beispiel brauche ich schon diese Speedblöcke. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich nochmal zurück. So, einen Augenblick mal. So, komm. Anlauf nehmen, Samus. Und rennen. Achso, shit. Ich muss ja die Tür offen lassen. Ich Idiot. So. Und bala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 b
weil hier dieser blöde Block ist. Das geht einfach nicht. Und sonst da drüben, naja gut, da war noch dieser eine komische Missilcontainer von da oben. Dann so. Ja. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ja, leckt mich am Arsch. Oder kann ich das mit dem Speed Booster schaffen? Never. Niemals. Das geht sich ja niemals aus, weil das wird da oben sicher wieder zusammenbrechen. Ja, wie gesagt, den einen kann ich schon mal nicht bekommen, weil ich keine Ahnung habe, wie ich den kriegen soll. Wenn ich jetzt wieder da runterfalle, dann bin ich ja wieder bei Crate. Aber da drüben ging es doch auch noch weit rechts von der Speicherstation. Rechts von der Speicherstation, da ging's doch noch weiter, Mann. Mann, jetzt geht mir nicht auf die Nerven, ihr bekloppten Gegner. So, komm, und Speedbooster! Yeah! Achso, nee. Egal, so, Moment, hier eine Speicherstation, das war klar. So, hier drüben ging's doch noch weiter, jetzt bin ich ja da. Bin ich erstmal runter zu Graden? Ah ja, genau. Hier muss ich sicher hin. Hier komme ich garantiert noch zu einer Shotsu-Statue. Ich hoffe es. Ja, sieht gut aus. Sieht nicht schlecht aus. Ja. So, ist hier drüben noch irgendwo was? Nope. Gut. Aha. Ach so, okay. Na ja, gut, dann war hier doch keine Statue, aber jetzt... Zack, genau, jetzt komme ich wenigstens von da auch wieder hin und jetzt kann ich hier so... Ja, und... Ah, ja, und... Okay, naja, gut. Das muss man mal wissen. Zack, 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 zack. Gut, naja. Aber trotzdem, jetzt bin ich da auch nochmal so durch. Jetzt habe ich hier quasi eine Abkürzung für später, sollte ich das irgendwann überhaupt nochmal brauchen. Was ich nicht... Wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich das brauchen sollte. Mann, Samus! Mach einmal was richtig. Ich war hier schon wieder viel zu schnell unterwegs. So, komm jetzt. Also geht doch. Unglaublich. So, ich weiß jetzt Gott sei Dank eh endlich wieder, wo ich hin muss. Ich muss einfach nur hier raus. Ja, ich muss aus North heraus und nach Zebes. Das Blöde ist nichts. Oh Mann, ey. So. Ihr blöden Penner-Viecher seid ihr hier auch so kacknervig. So. Ich muss einfach nur wieder raus aus Norfair und zurück nach Brinstar. Weil dann kommt nämlich eine Cutscene, wenn man Ridley besiegt hat. Also. So, seht mal. Aus den Tiefen des Alls kommt eine noch sehr viel größere Gefahr auf dem Planeten Zebes zu. Oh mein Gott. Er ist es. Und er kommt. So, und jetzt passt mal auf. Das steinerne Gesicht von Crate ist zerbrochen. Und hier hinten ist ein geheimer Weg. So, hier geht's nämlich weiter. Zack. So, und hier ist endlich die Shotsu-Statue, die mir wieder den Weg weisen wird. Es geht... schon wieder nach Norfair. Aber diesmal irgendwo hin, wo ich noch nicht gewesen bin. Gut, warum habe ich eigentlich vorhin gesagt, ich muss raus aus Norfair? Ich wollte sagen, ich muss raus aus dem Gebiet von Crate. Ich Dumpfbacke. So. Sorry, habe ich mich halt verquatscht. Habe ich mich verquasselt? So, ich war ja jetzt im Gebiet von Crate. Muss ins Gebiet von Norfair wieder zurück. Allerdings eben dahin, wo ich noch nicht gewesen bin. So, obwohl als nächstes würde ich jetzt eigentlich gerne eine Speicherstation aufsuchen wollen. Ach, dort geht's wieder nach Krateria. Ach so, okay. Ja, na, ich könnte auch einfach zu meinem Schiff gehen. Dort speichern. Ich glaube, das mache ich auch. Über den regulären Weg. So, hier.
hier. Wohl, geht das überhaupt? Nee, das geht doch gar nicht. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Warum komme ich hier nicht rauf? Gut, dann vergesst es wieder. Komme ich da gar nicht hin. Aber soll's. Leck mich doch am Arsch, Mann. Das ist mir hier zu blöd. So, bezüglich dieses einen Energietanks da oben. Ich glaube, den kriegt man doch jetzt eh mit einem Speed Booster. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das geht sich nämlich gar nicht aus. Nee, das geht sich gar nicht aus. Was ich eh nicht verstehe, ist, was hier drin sein soll. Wozu es das hier gibt. Ja, den kriege ich immer noch nicht. Auch nicht mit dem Speed Booster oder mit dem Shine Spark. Da fehlt mir immer noch was anderes. Was ich immer noch nicht habe. Aber das ist mir jetzt Wayne. So, na bitte, da gegenüber meine Speicherstation. Freunde, das war's auch mal für diesen Part hier. Crate ist vernichtet, aber es kommt, wie gesagt, eine noch viel, viel größere Gefahr auf uns zu. Und, ja, wie gesagt, macht euch dann bereit für den nächsten Part, wo es wieder zurückgeht nach Morphair. Tschüss.